Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. In der letzten Folge waren wir nicht bei der Gouverneurin. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil ich habe schon wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt, sondern wir haben, glaube ich, die. Moment, jetzt bin ich hier falsch. Nein, oh. Ach so, hier unten. Ach. Sondern wir haben, glaube ich, die Karte bekommen. Genau, die Karte zum Mobbaum. So, das hier dürfte das Haus der Gouverneurin sein. Da heißt es dann aber links rein. Ist das richtig? Oder heißt das nur dahinter links rein? Das wäre dann rechts oben. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee, hier links konnten wir ja auch nicht reingehen. Genau. So, Wald, Wald, Museum. Ich guck noch mal eben, hier hatten wir nichts, was wir übersehen hatten. Nee, dann gehen wir direkt mal zum Wald. In den tiefen, dunklen Wald hinein. Hier lang gehen. Hier lang gehen. Gehen wir mal hier hin. Da lang gehen, da lang. Kann man die Karte noch mal ansehen? So kann ich die Karte jetzt nicht mehr an. Ach so, so. Rechter Weg, das heißt, ich müsste jetzt nach oben gehen und dann nach rechts. Oben, rechts. Machen wir erstmal das. Oben, dann rechts. Nein. Ja, hallo. Ich drück doch schon die ganze Zeit die rechte Seite. Mein Gott. So. Rechts, links. Okay. Dann gehen wir hier rechts. Links. I guess I lost my way. Wir gehen erst rein. Oder heißt das hier, dass wir das erste Mal rechts gehen? Da müssten wir rechts, rechts gehen. Ich denke mal, das ist der Weg rein. Oder? Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir probieren es doch mal. Also, hier sind wir, glaube ich, schon mal links gegangen, oder? Wenn ich mich nicht irre. So, aber das scheint hier richtig zu sein. Rechts, oben und dann rechts. Was habe ich jetzt hier eben gesagt? Da bin ich auch rechts gegangen, oder? Rechts, oben, rechts. Ich glaube, da bin ich jetzt rechts gegangen. Da gehen wir mal I nach guess I oben. lost my way. Nein. Ich weiß es doch nicht. Ich muss mir das Ganze jetzt mal aufschreiben. So, Moment. Also hier geht es einmal so zwei rum. Dann geht es da nach rechts. Dann geht es da nach oben. Beziehungsweise es macht so einen Schlenker. Dann macht es so einen Schlenker nach unten. Und dann so rum. Und dann soll hier das mit dem Baum sein. Die Frage ist jetzt nur, kriegen wir das so hin? Auch bei diesen scheiß Kartendingern, das hasse ich wirklich wie die Pest. Also ich stelle mir das so vor, das ist der Eingang, wo wir reinkommen. Das heißt, wir müssten hier als erstes rechts gehen. Da müssten wir nach oben gehen. Dann wären wir da drin. Das heißt, da müssten wir dann rechts gehen und da nach oben gehen. Ich glaube, das hatte ich jetzt eben falsch im Kopf. Und dann müssen wir nach links gehen. Ah, das sieht doch schon besser aus. Was seid ihr denn da? It's Winziges like there's Reh? a welcoming committee. Ja. Das muss er sein. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Das ist er definitiv. The distinctive shape tells me Ja, this ja, is the ja. rare endangered Malay Island mop handle tree. Ist doch gut. Wir versuchen es mal mit dem Messer. Alles gut, Guybrush. Mehrere Stunden später. Genau, eine Kettensäge.
Guybrush. Oh Gott, die armen Tiere. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Und die armen kleinen Tierchen, die sind hier am Weinen ohne Ende. Und hier, das Eichhörnchen ist am Brennen am Schwanz. Oh mein Gott. Oh nee, seid ihr denn bescheuert? Kann ich hier eigentlich jetzt hin? Nee, ich gehe den gleichen Weg wahrscheinlich wieder zurück, oder? I'll take a shortcut back. Okay, das ist super. Viele Stunden später. Es war ja eine tolle Abkürzung hier. Jetzt muss ich selber mal eben überlegen. Moment, wir müssen jetzt zu... untere Straße, glaube ich, kommen wir am schnellsten hin, ne? Ah, ja, genau, zu Wally. So, er wollte... Warum steht hier ein Ausrufezeichen? Mein Mob... I carved it myself. Ja, es hat ja auch sehr viel gekostet. Moment, hä? Hallo? Hey, Wally. Oder musste der Koch das machen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Noch ein Monokel nehmen? Better to have one for each eye. If you say so. Okay. Moment, das erinnert mich jetzt aber an was anderes. War das jetzt hier? Drin, drin, drin. Wo war denn... Ach nee, das war im Wald. Achso, ich kann ja laufen, stimmt ja. Das war im Wald. Jetzt würde ich gerne mal wissen. So, das Museum. Da konnten wir das doch mit dem Monokel nicht machen. Das ist das neue Monokel. Es stand doch auf der... Moment. Das muss ich gerade mal überlegen. Lagerraum, der war abgeschlossen. Doch, das stand doch hier auf der Plakette drauf. Eyepatch worn by Captain John Laney, the Pirate of a Thousand Faces. Stand das nicht auf der Plakette drauf? Hatten wir nicht irgendwo hier... Leise die Vitrinen. Ach so, da, das Vitrinenschloss inspizieren. Ah, ich wollte gerade sagen, wir hatten das doch gesehen hier oben. Aber das geht mit dem Monokel nicht, oder was? Können wir denn hier irgendwie... If one monocle is good, two is better. Okay. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Vor allen Dingen zusammengeklebt. Aber wieso kann... Oh, Moment, doch da. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Perfekt. Gut, dass ich das eben noch mit den Monokeln gesehen habe. Dann müssen wir jetzt... Nee, ich will nicht wieder in den Wald rein. Dann müssen wir jetzt zu der Schlosserin. Genau, die ist hier unten. Aber auf der Straße... So, mal schauen. Welcome back. Hi. Hi. Seriennummer. Can you make me a key from this serial number? Sure. This'll be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Okay, perfekt. Die Frage ist jetzt nur, aber ich denke mal, dass das weniger das Problem sein wird. Moment, jetzt müssen wir wieder hier rumgehen. Das ist immer so ein bisschen blöd mit den langen Wegen, finde ich. Dass man nicht einfach so auf Karte klicken kann und dann zack, ist man da. So.
Dann, ach so, Moment. Wir haben noch in der letzten Folge mitbekommen, dass wir lieber den Gefängniszelle... Oh oh. Hat die uns nicht... Doch, ich wollte gerade sagen, die hat uns doch gerade noch einen Schlüssel gegeben. Ich war's nicht. Währenddessen in der Villa. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, jetzt haben wir die Augenklappe. Wir könnten theoretisch... Ich gehe mal eben hier unten hin. Wir könnten die doch jetzt theoretisch benutzen. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Okay, gut. Also das scheint auf jeden Fall soweit schon mal zu funktionieren. Jetzt bin ich am Überlegen. Können wir das... Ja. Ich wollte jetzt gerade noch fragen, oder müssen wir das mit der Schnur dran machen, aber okay. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Okay, perfekt. Achso, das war das mit dem Hinweis. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir es jetzt mal aus, ob wir auf das Schiff drauf kommen. So, weil das ja gar nicht auffällt, machen wir das jetzt hier vorne. Zack. Nein! Sehr dumm. Ja, lass sie auf, komm. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharis bit. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Irgendwas vergessen? I'd better take off this eye patch first. Ja, ist mir doch egal. Hey, watch it! Ich wollte gerade sagen, hallo? vielleicht kann die Voodoo-Tante uns helfen. Die ist gar nicht da. Nein, oder? It's Elaine's Flyer about how limes combat scurvy. Ja, wenn man denn auch wirklich auf die Tür draufklicken würde, ne? So. Das ist Schrott mit der Augenklappe. Kannst du die Augenklappe für mich aufladen? Okay. Can you charge John Laney's eye patch up for me? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. One moment. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look?
Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? John Laney was especially known for impersonating monsters of various types. You failed to mention that earlier. It's not a strong part of the sales pitch. I'll just wear it when I really need to. Ugh. Okay. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Okay. So, jetzt muss ich hier gerade mal... Ich bin ein bisschen abgelenkt von dieser dämlichen Fliege, die hier die ganze Zeit um meine Nase rumschwirrt. Gut, wir müssen jetzt erstmal wieder zu den Docks. Dann das Ding aufsetzen. Ahoi! Wir wollen uns für einen Job bewerben. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. How's this for a mop? Oh, I think that might be someone I used to know. Eh, good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Was verstand da gerade? Währenddessen in der Scamba. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Okay. Ein Spion? Da bin ich mal gespannt.